Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen hier in Margaland. Die Sonne scheint, der Regen fällt auch wie so üblich. Falk an unserer Seite, Jax hat seine Sonnenbrille auf. Wir haben alle ein bisschen geschlafen, unsere Kräfte wieder aufgefrischt. Alles in Ordnung und wir können einen dieser Wege hochgehen, um für die Drohne, die unser treuer Wegbegleiter ist, wenn Falk mal nicht an unserer Seite weilt, für sie dringend benötigte Ersatzteile zu besorgen. Irgendwo hier oben. Das ist am besten, laufen wir... Hier kommen wir natürlich auch durch. Das ist ja so ein Fluss. Und wir waren ja auch schon mal bei der Absturzstelle. Vielleicht können wir einfach hier bis zu dem Bach rennen und an dem Bachlauf nach oben folgen. Vielleicht kommen wir da auch durch. Also, Straße Richtung Südwest. Das ist das der Bachlauf da unten? Ja, ne? Das heißt, das hier ist kein Bachlauf. Wir bleiben mal am Hang dennoch. Hübsch. Das ist so hübsch gemacht hier, echt. Und das hier müsste der Bach sein, der hier quer... Ne, es ist ein Wasserfall. Mhm. Ich ignoriere mal alles Getier, was uns als rote Alarmzeichen in der Minimap angezeigt wird. Komme ich hier durch? Wer nicht wagt, der wird nicht nass. Nein, ich komme nicht durch. Aber holla, vielleicht ja doch. Ich habe den Kopf gestoßen. Das gibt eine dicke Beule. Falk, bitte mitkommen. Da vorne ist noch ein Hornwolf. Also das scheint doch hier der kürzeste Weg da oben hin zu sein. Ja, das mit dem Jetpack ist echt gut. Sehr hübsches Element. Wir warten, bis der wieder aufgeladen ist. Falk, jetzt hört er mal auf, so nervös rumzuzappeln, Mensch. Ich glaube, Falk hat ADHS. Oh, was ist denn das hier? Nein, nein. Eine Kimme. Eine Hügelkimme. Und die habe ich jetzt glatt verfehlt. Wer ist denn hier der Zappel, Philipp? Ja, das war es jetzt nicht ganz. Also wir rennen hier hoch, immer diesen schmalen Grat hoch. Na, wer sagt's denn? Das geht ja sogar ohne Fliegen. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Jetzt rennen wir ja einfach hoch. Klappt doch super. Aha. Kommen da oben hin, wo wir auch hin wollen. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Ja, da hast du sicher recht, Falk. Welche sind das? Der sagt ja immer, wir müssen unsere Lehren ziehen, aber er sagt nie, welche das sein könnten. Musik wird dramatischer. Da oben ist die Absturzstelle. So, da bin ich gespannt. War der hier schon mal? Ich glaube nicht. Das... Definitiv nicht. Ich plündere doch immer alles, wo ich hinkomme. Limo. Was für eine süße Belohnung. Für die Strapazen hier. Oh, was für ein schöner Ausblick mal wieder. Traumhaft. Im Licht der Morgensonne. Wunderbar. Und die schaut mal die Vögel, wie die schwarzen Schatten hier werfen und ihre Kurven ziehen. Wunderhübscher Anblick. Echt schön. Wow. Jetzt verändert sich das Licht. Die Sonne kommt raus. Der Nebel glänzt. Sein Weiß erstrahlt. Traumhafte Farben und Wetterspiele.
Ein guter Becher. Da werde ich meine Brause draus trinken. Die Schritte sind hoffentlich von Falk. Da innen drin rechts, da muss es sein, was wir suchen, aber wir gehen erstmal einmal außen rum, damit wir sicher nichts übersehen haben. Und merken auch, dass wir gleich auch einmal ein Dach höher müssen noch, um da auch mal Ausschau zu halten. Jetzt bin ich gespannt. Ein cooles Spielzeugauto, die haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich habe auch ein Spielzeug-Dino lange nicht mehr gehabt. Und hier, hier muss es sein. Ja, nicht das Klopapier. Vor unserer Nase direkt. Vielleicht da oben. Waren wir in diesem Raum hier schon? Nein. Boah, was hier? Hier gibt es Unmengen an Kleinigkeiten. Dietrich hat aber mittlerweile so viele abgebrochen. Echt, was mir alles mitnehmen kann. Hier war anscheinend noch kein Plünderer vor uns. Das lohnt sich ja wirklich. So, und hier kamen wir eben rein. Also wenn hier der gelbe Punkt ist, wo wir die Ersatzteile für Kroni bekommen können, dann... Moment mal. Eins unter uns zeigt das gelbe Symbol an. Unter uns, genau. Da ist es. Da ist Kroni U3, eine andere Drohne. Und die werden wir untersuchen, um hier die Ersatzteile auszubauen. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Klasse. Waffensystem erhalten. Bringen wir jetzt zu Kroni zurück. Zu Kroni U4, unserem Kumpel. Der ist anscheinend aus irgendeinem Grund mehr steht als Kroni U3. Da ist nichts mehr zu machen. Ja. Mal schauen, was wir sonst noch hier alles finden können. Nichts, ne? Wir wollten nochmal ganz hoch fliegen. Wir untersuchen auch mal... Hier sind noch Treppenstufen. Die nähere Umgebung auch noch. Das ist ja doch eine ausgedehnte Anlage hier. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Ja, vielen Dank. Das ist genau die Art Kommentar von dir, wo ich mich manchmal frage, Falk, ob wir dich nicht austauschen wollen gegen Kroni U4, den man zwar nicht unbedingt ansieht, dass er cleverer ist, aber er ist zumindest nicht so schwatzhaft. Was gibt es denn hier alles? Das ist ja ein echtes Parcours laufen hier. Welche Richtung bewege ich mich denn? Noch weiter hoch, aber wohin? Was gibt's denn da vorne? Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Gibt es hier noch irgendwelche Verstecke? Verstecke, die die Entwickler versteckt haben, um uns, Falk und mir, eine Freude zu bereiten. Was ist zum Beispiel auf der anderen Seite? Nichts. Was ist denn das da? Das ist ja schon interessant. Was ist das da unten? Eine
Flagge, ein Wappen, eine Standarte? Wohin führt dieser Weg? Rauf in die Berge. Und wieder? Da, wo wir hergekommen sind? Nein. Schaut mal da unten. Ein paar wilde Tiere und da hinten irgendetwas, das mal ein Vorratslager war. Da drüben. Ach, das lohnt sich doch. Ein wenig Elixit, eine Wasserflasche. Die können wir für unsere Tränke brauchen. Hier können wir ein Nickerchen machen gleich, wenn wir wollen. Ein Schlafsack, oder? Den kann man nicht aussuchen, oder doch? Ein cooles Spielzeugauto, wie traumhaft. Informative Umgebung. Was denn das für ein doofer Spruch, Falk? Kann man hier ein Nickerchen machen oder nicht? Anscheinend nicht, ne? Nein. Hat irgendjemand sein Lager aufgeschlagen? Blick auf den Konverter. Jetzt sind wir hier oben. Das ist ja ein Ding. Da, wo wir... Das heißt, direkt oberhalb von dem Gebäude, wo wir eben geschlafen hatten. Da haben wir die Nachtruhe verbracht. Direkt hier unter uns. Blick Richtung Nordost. Blick Richtung Ost, da muss das Lager sein. Der muss die Hütte sein, in der wir geschlafen haben. Könnt ihr sie sehen? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da kommen wir hin. Ich hatte ja gesagt, wir wollten auf jeden Fall noch das Dach untersuchen. Von diesem Teil, wo wir eben drin waren. Wo führt dieser Weg hin? Quer durch die Berge. Unglaublich. Wo sind wir hier und wohin führt der Weg? Normalerweise führt doch jeder Weg zu irgendetwas, was man... was des Plünderns würdig ist. Und, aber ich kann auch sein, dass wir hier schon mal waren. Dass wir deshalb nichts finden. Aber hübsch sieht es aus. Ganz eindeutig. Mich deucht, hier waren wir schon mal. Kommt mir alles vage bekannt vor. Vor allem, da es hier nichts zu plündern gibt und noch nicht mal, hier sind wir schon mal rumgelaufen und noch nicht mal irgendwelche Pflanzen. Also ich will gerne einmal quer Richtung Südosten und nochmal zurück und aufs Dach schauen. Und dann war es das. Also Süd, was hatte ich gesagt, Südost oder Südwest? Südost, ne? Genau. Richtung Südost, das heißt, es ist in diese Richtung. Da oben ist auch der Turm. Zu dem Turm einfach hin. Na, wie komme ich jetzt zu dem Turm hin? Also der Weg stimmt hier. Sehr hübsch. Hier waren wir schon mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier waren wir schon mal. Und vielleicht dann sogar eben vor wenigen Minuten. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Westen.
Nein, hier sind wir völlig falsch. Jetzt habe ich ja komplett die Orientierung verloren. Falsche Richtung. Osten. Osten. WB. Osten. Osten ist nicht links, sondern rechts. Peinlich. Ja, da geht's auf jeden Fall rüber. Da oben. Liebsten würde ich ja bis da oben hinschweben, aber das weit kommen wir nicht. Das können wir knicken. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Feige Socke. Jetzt sind wir aber gleich da. Hier waren wir eben. Alles gut. Wir sind zurückgekehrt. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Das ist Kroni. Genau, das hat mir alles auseinandergenommen. Ich wollte nur eine Etage höher. Fliegen die Vögel weg. Da oben wollten wir drauf. Was gibt es hier eventuell noch zu erbeuten? Dass sich der lange Rückweg gelohnt hat. Ein mächtiger Heiltrank. Sonst nichts. Das wäre ein bisschen doof. Sag mal, ist das da unten ein Dixie-Klo? Sieht schwer danach aus. Sehr beeindruckend, ja. Komm mal da oben auf diese Kuppeln drauf oder auf diese Türme. Ich denke... Falk, bleib doch mal ruhig stehen. Du machst mich total nervös. Komm mal da oben drauf? Nee, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Am ehesten vielleicht noch hier. Vielleicht kommt man hier auch rein. Ich denke nicht. Ja, also wir kommen hoch, aber das war's auch. Also okay, für diesen Anblick... Oh Gott, mal, wie das alles hier in diesem Nebelmeer versinkt. Wahnsinn. Als ob eine riesige Überschwemmung hier alles geflutet hätte. Die Grenzen zwischen dem Nebel... und im Wolkenhimmel fließen ineinander über. Heftig, ne? Total hübsch. Wunderhübsch. Zugleich irgendwie erhaben. Gespenstisch. Wie die Wolken ziehen. Schaut mal, mit welchem mächtigem Tempo der Wind die Wolken nach rechts rüber schiebt. Links die Vögel, die auffliegen. Die sich sanft in diesen Naturgewalten schweben lassen. Echt beeindruckend. Ein schnöder Blick auf die Karte. Hier oben sind wir und es geht zurück zu Kroni und ihm zu Kroni U4, der hier in unserem Lager ist. Genau, der ist zum Lager zurückgekehrt. Das hatten wir nach der Folgenpause gar nicht gehabt bislang, oder? Ein Besuch hier im Lager? Ich denke nicht. Also das ist das Lager. Das ist das Lager, das mir mittlerweile untersteht und das ich als meinen eigenen kleinen Stützpunkt habe. Ausrüstungsstatus verbesserungsfähig. Ah, du hast etwas gefunden. Cool. Toll. Das ist ja mal ein schöner Waffengefährte. Gibt uns zwischendurch unaufgefordert Elex. Sammelt das für uns. Feiner Kern. Reparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So, das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem betriebsbereit. Sehr schön. Na dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Sieht aber aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme ihn mal mit statt Falk. Komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Na komm.
Er fliegt weg. Falk, wo bist du? Falk, es tut mir sehr, sehr leid. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Juhu, wo ist die Drohne? Wo ist sie denn hingeflogen? Da hinten. Nicht wegfliegen. Hey, bleib doch mal. Ah, klar doch. Wo ist sie denn hingeflogen? Da unten. Hey, jetzt und hab ich dich. Mitkommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Kroni U4 für Kampffähigkeiten hat. Ich muss ja ehrlich sagen, ein bisschen... Die sind immer noch reichlich zerbeult, zerschrammt und ohne entsprechende Lackierung. Falk sieht... Ich will der Drohne nicht nahe treten, aber Falk sieht adretter und schmucker aus. Der sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Also ob der morgens stundenlang mit der Morgentoilette verbringt, vielleicht schwingt er sich auch. Das kann man der Drohne nicht vorhalten. Aber ihr habt es ja eben gesehen, sie hat den Status, ich bin ein wahrer Freund. Ich behaupte mal und hoffe, dass das stimmt, dass sie niemals Kommentare von uns, also Aktionen von uns kommentiert mit Dingen wie gefällt mir nicht, sondern dass sie immer bei einem Maximum an Loyalität ist. Das wäre meine Hoffnung. So, was machen wir als nächstes? Welche Mission wollen, also das haben wir jetzt erfolgreich erfüllt. Wir hatten ja festgestellt, also wir könnten zum Beispiel... also die Hauptmissionen, uns da reinstürzen in die Ignaton-Missionen. Da könnten wir im Dienste Kalans Rekruten suchen oder Abtrünnige bestrafen. Da hatten wir eben entdeckt, dass es irgendwo einen alten Mann gibt, den wir aufsuchen können. Um seinen Rat zu holen, um den Weg in den Norden freizusperren, dass wir dann in die Alpländer reingehen können. Und dann könnten wir immer noch die Mission Big Bang Laufbursche erfüllen. Und für diesen verrückten Bombenbastler im Lager des Duke Bombenteile besorgen. Und was mich auch noch sehr locken würde, das hatten wir glaube ich schon einmal versucht und waren dabei mächtig auf die Schnauze gefallen, Nestis nächsten Kampf aufnehmen gegen diesen dicken Ding, gegen diese Riesenmonster. Mittlerweile müssten wir eigentlich fit und stark genug sein, um diesen Kampf bewältigen zu können. Sollen wir das vielleicht versuchen? Zum Auftakt der nächsten Folge nochmal so einen mega schwierigen Kampf. Traut ihr mir das zu?